Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Mond auf dem Weg zur Pokémon Liga. Ja. Bin ich schon ganz oben? Ich bin tatsächlich. Ich bin auch. Kommen jetzt endlich die Trainer? Hallo? Angeblich hat Professor Kukui alle bisherigen Inselwanderschaftschamps und alle Trainer, die sämtliche Prüfungen absolviert haben, kontaktiert. Er hat sie offenbar gebeten, ihm dabei zu helfen, einen Champ für die Alola-Region zu ermitteln, der weltweit anerkannt wird. Ich denke, das werde ich. Vielleicht sollte ich mir ein anderes Outfit anziehen dafür. Ich meine, wobei Professor Eich ist doch sehr... Ich kann so doch nicht Champ werden der Alola-Region mit einem pinken Professor Eich-Shirt. Ah. Ich sollte mir vielleicht ein bisschen Heil-Items kaufen. So viel Geld, wie ich habe. Ich denke, ich habe eine Menge Geld, oder? Ja, schon. Hier, was braucht man denn? Hyperheiler. Hyperheiler ist immer sehr praktisch. Mein Mikrofon ist gerade davor. Ich kann gar nicht sehen, wie viel ich schon habe. Ich denke, 30 reichen. Immer ein bisschen mehr kaufen, dann muss ich nicht wieder kaufen irgendwann. Oh nein, ich habe falsche Anzahl gekauft. Oh Mist, jetzt muss ich noch zwei kaufen. Ja. Hypertrank, Supertrank. Hat Supertrank früher nicht immer nur um 50 Punkte geheilt? Oder habe ich das falsch in der Erinnerung? Kann natürlich sein. Man weiß ja nicht. Okay, ich denke, ich habe genug Zeug für immer. Ich muss nie wieder in diesem Spiel irgendwelche Sachen kaufen. Was ist denn da eigentlich der richtige Weg und wo ich... Nein, wir können nicht kämpfen. Ich bin nicht bereit. Miri, warte auf mich. Nein, Tadi, bitte geh wieder. Seit sich beim Ätherparadies unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restlichen Prüfungen absolviert und bin auch noch nach Hause, um ein bisschen mit Elima zu trainieren. Stimmt, du warst gar nicht dabei beim Showdown, oder? Ach, tatsächlich. Hast alles verpasst, Tadi. Und als ich gerade darüber nachgedacht habe... Ob ich mich als Nächste an der Pokémon-Liga versuchen soll, habe ich von Gladio gehört, dass du schon auf dem Weg hierher bist. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin hierher geflitzt. So schnell war ich noch nie unterwegs. Ich war schneller als der Blitz. Aber ich schweife ab. Weißt du was, Miri? Entscheiden wir doch in einem Kampf, wer von uns beiden sich als Erste der Herausforderung der Pokémon-Liga stellen darf. Ich sag dir aber gleich, ich werde all meine Kräfte zusammennehmen, um die Oberhand zu gewinnen. Ich bin nicht bereit hierfür. Und Tukanon ist ganz vorne und er wird wieder sein blödes Raichu ganz vorne haben. Oh, hätte ich das gewusst, dass er jetzt kommt, hätte ich doch Pampros nach vorne getan. Oh. Und nicht Tukanon. Manu. Super, jetzt kriegt er auch noch eine Runde umsonst geschenkt. Haha, doch nicht. Okay, das war vielleicht etwas gemein. Ich hoffe, du hast keinen Luftballon oder so ein Scheiß. Das hat ein wenig zu viel Schaden gemacht. Ich hoffe, ich one-hitte es. Ansonsten hat Pampros ein kleines Problemchen. Gut, Pampros. Glück gehabt. Und Level Up für dich. Ich habe gar nicht nachgesehen, welches Level das Raichu hat. Hätte ich vielleicht. Tukanon auch Level 50. Yay! Schallwelle. Ehrlich? Du lernst Schallwelle? Aber eigentlich glaube ich, behalte ich lieber die Attacken, die ich momentan habe. Wobei Zertrümmerer auch nicht so der Hammer ist. Aber Schallwelle, das setze ich lieber meine Flugattacken ein mit Stab. Also eine normale Attacke, die auch nicht sehr effektiv auf irgendetwas ist. Qualelu. Ist das Typ normal? Hat das keine Entwicklung? Ja, schön, dass du schläfst. Herzlichen Glückwunsch. Er ist Typ normal, so wie ich das sehe. Oh, das kann eine Pflanzenattacke. Ha! Wer hätte damit gerechnet? Oh, es hat selber Schaden bekommen. Tukanon? Bist du bereit dafür? Ich werde zwar nicht Zertrümmerer einsetzen, sondern deine Flugattacken, aber das macht dir doch nichts. Natürlich kann das Tiefschlag. Das schlafende Pokémon kann Tiefschlag. Natürlich, was soll es auch sonst können? Yes.
Den Tiefschlag stecken wir ein dafür. Ach. Au. Der hat schon wieder mehr Schaden gemacht als der erste, oder kam mir das nur so vor? Kommt mir wahrscheinlich nur so vor. So, Flamara. Ja, ich möchte bitte wechseln. Nicht auf Pampros jedenfalls. Da das ja schon besiegt ist, super. Und interessant ist auch, dass Wolverock momentan mein stärkstes Pokémon ist im Team vom Level her. Aber ich glaube auch, das braucht am wenigsten XP zum Hochleveln, oder? Würde ich jetzt zumindest vermuten. Ja, ein Steinhagel. Ja, natürlich setzt es Flammenblitz ein. Weil Flamara auch keine bessere physische Feuerattacke lernen kann. Traurigerweise. Tschüss. Okay, was kommt noch? Oh, Bundleby hat ein Level Up. Yay! Das ist sein Wasserding, oder? Okay, Silvaro. Der Kampf der Starter. Ich verstehe bis heute nicht, warum in dieser Generation der Rivale den unterlegenen Starter nimmt. Das ist irgendwie sehr seltsam. Du bist eine Wasserfee, nicht wahr? Das hat ganz schön Schaden gemacht. Aber das Ding ist tatsächlich noch langsamer als mein Starter. Heißt das, der Pflanzenstarter ist der schnellste von den drei? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Kampfkatze so schnell ist. Ist die Katze überhaupt Kampf? Ist sie undicht? Das weiß ich gar nicht. Und am Vierer Level 52. In einem Kampf gegen jemand, der seine ganze Kraft zusammengenommen hat, gibt es keine Verlierer. Hast du keine Z-Attacke gehabt? Ich dachte, das ist ein... Hast du keinen Z-Ring? Ich glaube, er weint gleich. Ah. Und dabei wollte ich meine Pokémon doch unbedingt wissen lassen, wie sich ein Sieg gegen dich anfühlt. Aber so eine Niederlage hat auch was Gutes. Das gibt mir Antrieb, noch stärker zu werden. Wie dem auch sei, jetzt möchte ich aber auch sehen, wie du hier der Champ wirst. Das bedeutet noch mehr Motivation für mich. Ich weiß nicht, welche Level seine Pokémon waren. Ich habe nicht nachgeguckt. Oh Mann. Dann werde ich beim nächsten Mal nämlich gegen den amtierenden Champ gewinnen. Ach ja, das hier ist für dich. Ein Top-Beleber. Ich bin so gut. Ich bin wirklich froh, dass du zu uns nach Alola gezogen bist. Ja. Tschüss. Oh, ich hasse dein Winken immer noch. Niemand mag es, wenn du winkst, Tali. Niemand. Dann muss ich zurückgehen und meine Pokémon heilen. Ich dachte eigentlich, ich müsste rechts vorbei, um zur Liga zu kommen, aber irgendwie habe ich mich verguckt. Tja. Ich habe vergessen, A zu drücken und frage mich, wieso nichts passiert. Ich dachte schon, mein Spiel hängt sich auf. Aber es lag an mir. Das tut mir leid. So. Eigentlich sollte ich, glaube ich, trainieren. Ich denke nicht, dass Level 50 reicht für die Liga, oder? Komme ich jetzt direkt in die Liga rein? Oh, hier rechts geht's gar nicht vorbei. Ich dachte, ne. Ich habe früher mal die 7 Prüfung absolviert und wurde so zum Inselwanderschaftschamp. Nur leider war der Weg bis hierher so weit, dass ich jetzt all meine Kräfte beraubt bin. Oh. Dann geh doch ins Pokémon Center. Trottel. Oh, grünes glitzerndes Ding. Das gehört mir. Was ist hier? Oh, ich kann hier Pokémon fotografieren. Yay, yeah, oder kann ich die Liga fotografieren? Hallo? Miese Kasa, mies. Liebe. Kann ich nicht zoomen? Das war ganz schön scheiße. Das tut mir leid. Ich habe immer noch Version 1. Warum habe ich immer noch nur Version 1? Hörst du auch mal. Könntest du. Hallo? Hallo, könntest du bitte nicht so rumrennen? Hey, meine Güte, jetzt. Chill doch mal. Sehr schön.
Hallo, guckst du mich auch an? Jetzt hör doch auf, so rumzurennen. Sneebel, um Himmels Willen, komm doch mal hier vor. So, jetzt darf ich ein Foto auswählen. Was habe ich denn schon? Vor allem, wie kacke die Qualität ist. Denke, das hier ist gut. Ja. Ja, das ist ein super Foto. Das Foto wurde geteilt. Es gibt schon Kommentare. Ein guter Winkel. Nicht schlecht für eine Anfängerin. Rutsch nicht aus auf dem Schnee. Okay. Wow, mein Bewertungsrekord. Wow, ich bin so stolz auf mich. Und ich habe Version 2 bekommen. Glückwunsch! Wie ist es, Version 2? Nein, ich möchte bitte nicht. Nein, ich möchte das nicht auf der SD-Karte speichern, wenn es möglich ist. Ah, ich kann jetzt zoomen. Dann probieren wir doch erstmal das Zoom aus, würde ich sagen. Ich möchte zoomen. Wie zoome ich? Wow. Wow, kann man damit gut zoomen. Plötzlich werde ich bestimmt nicht mehr ganz so viele Scheißfotos machen. Mach mal was Interessantes. Mach mal was Interessantes. Mach mal was Interessantes. Oh, das war ganz schön daneben. Aha, ja toll. Dankeschön für deine aufmunternden Worte. Hallo? Wie echt gut. Miep, miep. Oh nein, der Film ist ausgegangen. Sehen die jetzt wenigstens von der Qualität her besser aus? Nein, warum tun sie das denn nicht? Was ist los? Ja, das Foto soll ausgestellt werden. Und was sagen die Leute? Du hättest näher rangehen sollen. Beautiful. Oh, Leute. Du hättest etwas näher rangehen sollen. Gib dir beim nächsten Mal einfach mehr Mühe. Was ist los? Was ist... Kannst du nicht schlafen? Was? Hä? Was sind denn das für Assi-Kommentare? Das gibt's ja nicht. Gib dir nächstes Mal mehr Mühe. Was ist denn los mit dem Kerl? Sonst geht's ihm aber noch gut. Soll er sich doch selber mehr Mühe geben? Ehrlich. Hallo? Ach, Kukui. Wie geht's so? Ja, winke, winke. Dass ihr immer alle winken müsst, na Lola. Das verstehe ich nicht. Ich gratuliere, Miri. Du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert, selbst die großen Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Ist Ihnen nicht kalt? Nicht im geringsten. Mein Herz brennt schließlich heißer als eine Lohe-Kanone. Kanonade, Entschuldigung. Das hält mich von innen warm. Ich habe seinen Wortwitz kaputt gemacht. Dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung. Die Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich dann schon mal freuen. Der Mount Lanakila war seit jeher der Ort, an dem der Abschluss der Inselwanderschaft feierlich begangen wurde. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen. So nah dem Himmel wie nur irgend möglich. Ich habe es in meiner Box, das legendäre Pokémon. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst drauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur einstecken müssen bei den Arenaleitern in Kanto? Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben ihr ganzes Herzblut in jede einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und den Drachenattacken hat mich am Rand einer... Oh, entschuldige. Ich will jetzt nicht mit meinen alten Geschichten langweilen. Yeah, er hat gegen Siegfried gekämpft. Geh einfach hinein. Aber sei auf alles vorbereitet, hörst du? Wenn du da erstmal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Okay. Tritt ein, möge der Sieg dein sein. Tritt ein, möge... Oh. Tja, aber... Ich sollte erstmal gucken, welches Level hier die Leute so haben. Die Top 4. Damit ich nicht total unterlevelt bin. Ich befürchte das nämlich. Dass ich ein bisschen vom Level drunter bin. Und deswegen werde ich die Folge heute mal ein wenig früher beenden als normalerweise. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie ich mich in der Liga schlage, dann müsst ihr bei der nächsten Folge wieder reinschauen. Bis dahin, macht es gut und tschüss.